So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Aktualisieren hat nichts Neues ergeben. Das heißt, wir werden einfach da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und wir sind ja gerade... Wo gehe ich denn hin? Und wir sind ja gerade bei den Stressed Out Speedruns angekommen von dem lieben Boos Bo. Und ja, da sind wir bei 1-2. Wir haben ein einziges angefangen. Letztes Mal haben wir Stressful Mario abgeschlossen und jetzt machen wir Stressed Out. Also nicht das hier, sondern dann geht's hier weiter. 3,83%. Tight Timer, Watch for Twirl Jumps. Hold up plus Z. Ach Gott. Hold up plus Z, Hilfe. Wo ist Z? Da. Okay, Wirbelwinde sind nicht so cool. Die mag ich überhaupt nicht. Ach nee, das ist... Das hier ist gemeint mit Twirl Jumps. Ach so. Ich bin doof. Ja, jetzt habe ich schon verhauen, das ist mir schon klar. Ah, und dann in den Wandsprung, okay. Twirl Jumps, er wollte einfach mir sagen, wie die gehen. Ja, ich dachte, das sind Wirbelwinde. Okay, alles klar. Deswegen ist da auch ein großes Z in der Wand. Ah. Gott, sind da schon viele gestorben. Verstehe ich gar nicht. So. Der Anfang hat ja sonst ganz gut funktioniert. Oder muss ich auch ein bisschen twirlen, glaube ich. Sonst funktioniert das nicht. Sonst komme ich da nicht wieder rüber. Ich wollte gerade sagen, der Anfang hat ja ganz gut funktioniert soweit. Ja, da muss ich ein bisschen twirlen. Da eigentlich nicht. So. Jetzt machen wir hier einen Wandsprung rüber. Dahin einen Wandsprung. Dahin einen... Ah, da einen Weitsprung machen. Und dann muss aber schon das Ziel kommen, sonst wird's kritisch. So. Nein! So close, so close. Okay, ich hoffe, ich mache halt den Anfang richtig. Ich glaube, das ist die erste Stelle, wo ich Zeit verlieren kann. Weil ich so ewig langsam hier runter brauche. Sehr gut. Nein, schon wieder. Ich darf da nicht, ich muss da ein bisschen höher noch und dann da erst drüber. Ein bisschen höher noch und dann erst drüber. Okay, schneller geht der Anfang echt nicht. Ja, das war jetzt schon Top-Geschwindigkeit, würde ich sagen. Also fast. Ein bisschen optimiert geht er bestimmt noch, aber viel ist da nicht mehr drin. Ja, sag ich ja. Okay, sehr schön. Sehr schön. Bam, bam, plopp. Okay. Trotzdem, für den Weltrekord würde es noch über eine Sekunde schneller gehen. Das ist schon sick. Das ist schon sick. Okay. Also, wie man da noch eine ganze Sekunde rausholen kann. Puh. Muss ich aber auch nicht wissen. So, 2,91%. 20 Sekunden. Wieder Tight Timer. Watch for Twitch. Achso, wir bleiben. Wir bleiben bei dem Thema. Wir bleiben bei dem Thema. Ah, zu schnell. Das Schöne ist halt, wenn die so kurz sind, die Speedruns, ne? Man hat nicht allzu viel, was man tun muss. Wenn man was nicht versteht, es ist nicht so viel, was man lernen muss. Es geht alles klar an sich, ne? Das war doof. Ich glaube, da hätte ich rüber twirlen müssen. Da war auch so ein Z in der Wand. Ich glaube, da muss ich rüber twirlen. Da muss ich ein bisschen... Eigentlich will ich da nicht so runterrutschen. Ich will ein bisschen schneller sein, aber schneller wird nicht. Schneller geht's einfach nicht. Oh. Es geht doch. Ich kann später an die Wand ran. Ja, uff. Aber ich glaube, zeitlich ist das in Ordnung.
Ach Mist. Wenn ihr euch daran erinnert, der Weltrekord war bei 17 Sekunden. Und dafür, dass es ein 20 Sekunden Timer ist, sollte ich mir das leisten können, da einfach runterzurutschen. Ich wette nämlich, der Weltrekord ist hier einfach runtergefallen auf jeden Fall. Und entsprechend, wenn ich die Zeit nicht habe, habe ich noch ein bisschen Sekunden über. Das sollte also funktionieren. Ah, ich mache das immer zu bald. Ah, ich mache das immer zu bald. Das ist ärgerlich. Wir müssen ja auch erstmal rausfinden, wie der Rest funktioniert. Ah ja. Ah ja. So funktioniert der Rest. Ich sage ja, das war jetzt gerade so fertig. Und das hat jemand in 3 Sekunden schneller geschafft. Gut. Ist in Ordnung. Soll er machen. Habe ich kein Problem mit. So. 1.4. 7,29%. Okay, das ist jetzt anscheinend noch einfacher. Wahrscheinlich werde ich jetzt da am ehesten sterben. Ich sehe das schon kommen. Oh, ich hasse Springboards. Ach, das war's schon. Ja, das war tatsächlich einfach. Das war tatsächlich sehr einfach. Vor allem, watch out for ground pounds und es ist ein einziger. Ein einziger war, eine einzige Stampfattacke war dabei. Na gut. Auch in Ordnung. So. Dazu war ja schon bei 2-1. Das spielt sich auch beim Dschungel ab. Entschuldigung. Jetzt kommen wir bei 30 Sekunden Speedruns raus. Okay, jetzt muss man natürlich ein bisschen... Na, jetzt wird es ein bisschen länger alles. Das heißt, jetzt kann es auch länger dauern, bis wir es schaffen, weil man ja immer mehr nochmal neu spielen muss. Deshalb bin ich eigentlich Fan, wenn es kürzer ist. Aber gut. Ah, ich hab nicht gesehen, wo ich hin muss. Ich dachte, ich komme darüber. Aber wenn natürlich viele Röhren drin sind, dann ist das auch viel, was einfach die Zeit schon wegnimmt. Ich war viel zu langsam gerade, ne? Nein! Ah, wenn ich nicht so runtergerutscht wäre. Das ist ja super einfach. Und wenn ich hier keinen Quatsch gemacht hätte... Wenn ich das sofort verstanden hätte, was ich tun muss, dann wäre das hier alles viel schneller gegangen. Ach Mensch. Ach Mensch. Asch. Ah, oh, ist das... Wie konnte ich denn wieder so knapp vor dem Ziel sterben? Mann, Mann, Mann. Mann, 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 echt mal, ne? So, jetzt haben wir es gleich wieder. Passt. Passt. Easy. Hat jetzt ja nicht so lange gedauert. Das ist okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. So, zack. Und weiter im Programm. Stressed Out 2.2. Shell Throw kommt jetzt dazu. Shellwurf. So. Der Shellwurf. Okay. Ah, die sind jetzt noch oben. Ah, das ist cool. Okay. Ah nein, da muss ich einen Sprung, einen normalen Sprung machen.
Okay. So. Ab hier neuer Content. Das weiß ich schon, wie das geht. Das haben wir schon mal... Ah ja. Haben wir schon mal gesehen, wollte ich sagen. Oh nein, geht das jetzt überhaupt? Nein, es geht jetzt nicht. RIP. Okay, ich muss den schon erwischen, sonst wird das nichts. Wie kann man denn so eine große Kiste auch verfehlen? Also, uff. Großes Uff. Aber wie mache ich denn das am... Ich muss es anders timen. Ich rutsche sonst zu langsam runter und dann kommt der hinterher. Und das ist nicht gut. Der darf nicht hinterherkommen. Ha, wie time ich das am blödsten? Wenn ich schon eher den Ground Pound ansetze. Vielleicht, dass er mich dann noch so weit schiebt, dass ich einfach dann... Ja, das könnte funktionieren. Wahrscheinlich muss ich das so machen. Ja. So, keine Ahnung, was jetzt kommt. Ach so. Cool. Da ist die Zeit schon. Das heißt, da hinten ist gleich das Ziel. Alles klar. Es ist wieder nur ein einziger Wurf von der Shell. Gut. Damit können wir doch arbeiten. Alles war knapp, aber es hat funktioniert. Gerade noch so. Trotzdem muss ich jetzt schauen, dass ich hier Gas gebe. Ah, jetzt hat das funktioniert. Und da ist mein Ziel. Alles klar. Wieder direkt vom Ziel gestorben, ey. Es ist ein... Was soll's? Was soll's? Ist egal. Ist völlig egal. Auch hier, wie man hier schneller sein kann, ist mir ein Rätsel. Aber muss uns ja nicht weiter kümmern. So, 2, 3... Watch for Ground Pound Twirl Jump. Jetzt sind wir schon wieder hier unterwegs bei... Ich glaube, es waren 3% oder so. Das könnte wieder ein bisschen länger dauern. Plop. Plop. Okay, ich muss gedrückt halten. Darauf war ich nicht vorbereitet. Zack. Wow. Nein. Ob das jetzt schon die Zeit gekostet hat, wir werden sehen. Dürfte nicht, weil der Rekord ist bei 25 Sekunden. Aber jetzt hat es auf jeden Fall die Zeit gekostet. Aber wir können gucken, wie weit wir kommen. Ah, da drüben ist das Ziel dann, ne? Ja, okay, alles klar. Ist nicht schwer. Kriegen wir hin. Nein! Ach, komm schon. Übrigens, ab morgen, also wenn der Part rauskommt morgen, nicht wenn ich jetzt aufnehme morgen, gibt es ein Update von Mario Maker mit einem neuen Power-Up. Jetzt schon wieder Quatsch gemacht hier. Ach, Mist. Mit einem neuen Power-Up. Und ganz viel neuen Gegnern. Es gibt zum Beispiel Pokies. Es wird diese Viecher aus SMB 3 geben, die so Kugeln schießen. Das macht ihr dann auch im Winter, das sind dann Schneebälle.
Damit kann man relativ viele interessante Geschichten wieder machen. Es gibt eine neue Art von Piepblöcken. Was habe ich noch so alles gesehen? Es gibt... Habe ich Pokies schon gesagt? Ich glaube, ich habe Pokies schon gesagt. Aber Pokies sind cool. Oh, das wird eng. Das war so klar. Es war so klar. Irgendwas habe ich noch vergessen. Die Pi-Blöcke, also das, ne, nicht nur jetzt, dass der Pi-Switch Münzen zu Blöcken macht, sondern dass auch einfach Blöcke auftauchen an gewissen Stellen. Ach ja, Eisblöcke, genau. Also wir nähern uns immer mehr der Tatsache, dass irgendwann alles da ist, was man so haben möchte. Also an Elementen. Ne? Und das neue Power-Up, das spoilere ich mal nicht. Das ist cool. Das könnt ihr selber im Trailer euch anschauen. Also Nintendo hat einen Trailer dazu hochgeladen. Den könnt ihr euch einfach angucken auf der Nintendo-YouTube-Seite. Das Power-Up ist schon eine schöne Idee. Wenn es dazu coole Level dann gibt, dann wäre das ziemlich nice. Und da gibt es sicherlich irgendwelche Leute, die dann coole Level dazu bauen. Was habe ich getan? Ich war gerade komplett... Hä? Ach so. Ach, ich habe gar nicht den Teil da oben verstanden. Da ist nochmal ein Springboard seitlich. Das Dumme ist... Oh. Das Dumme ist, da das Springboard so nah an der Wand ist, statt dass man das Springboard auslöst... Macht man nämlich einen Wandsprung. Das ist ja blöd. Aber gut, wir gucken mal, was hier alles so kommt. Okay. Also ich will den... Ja, genau so will ich das. Okay, es geht schon. Man muss es nur wissen, dann geht er nicht an die Wand dran. Dann passt die Geschichte. Ah, da darf ich nicht so... Muss ich ein bisschen eher ansetzen, glaube ich. Da muss ich ein bisschen eher ansetzen. Ja, das ist halt das... Ja, jetzt hat es Zeit gekostet, aber ich hoffe, es reicht noch. Es reicht auf jeden Fall, um rauszufinden, was noch so alles in dem Level vorkommen wird. Auf Anhieb schaffen wir es wahrscheinlich jetzt eh nicht. Aber wir kommen schon mal weiter. Ah, das darf ich nicht. Okay, das darf ich nicht. Gut zu wissen. Gut zu wissen, das darf ich nicht. Sehr. So ist ein perfekter Anfang. Indem ich mich einfach kurz wegdrehe, dann kann ich nicht an die Wand ran, kann aber problemlos das Springboard mitnehmen. Sehr schön. Frag mich, wann wir die... Oh, cool. Wir sehen den Block an. Wozu habe ich jetzt diesen blaue Schlange ausgelöst? Die sehe ich gar nicht. Die war doch komplett nutzlos. Was hat die getan? Die hat doch irgendwie gar nichts Wichtiges jetzt gemacht. Oder? Was hat die getan? Ich weiß es nicht. Die war einfach kurz da. Ich dachte so, ich muss die dann später wieder erwischen. Aber nein. Gut. 4 Stück haben wir noch vor uns. 10 Minuten. Natürlich jetzt die 4 wahrscheinlich schwersten, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und jetzt sind es 40 Sekunden. Ja, es wird immer länger. Und 1,56%. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen kritischer. Throw Pows at walls and in pipes. Okay, das heißt, ich muss den Pow... Aber er wird es ja sicherlich wieder mit dem Indikator dargestellt haben. Was ziemlich cool ist. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, seine Indikatoren sind schon sehr cool. Ah. Okay. Ich würde gerne da nicht mit den Kopf stoßen. Das wäre schön.
Okay. Das wird interessant. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Aber oh, wieso stoße ich mir denn da wieder den Kopf hier? Ah, da war ich gerade überhaupt nicht drauf vorbereitet. Das war ja kritisch. Darf ich nicht. Ich hätte ihn denn da oben reinschmeißen müssen, ich weiß. Aber wir spielen kurz weiter. Hier muss ich den gegenwerfen. Okay. Okay. Interessant. Oh, ich habe mir den Kopf mal nicht gestoßen. Das ist doch schon mal was. Na, das war jetzt ja nix. Also hier direkt werfen und dann da drüben erst warten, bis ich vor der Röhre bin. Okay. Mir den Kopf schon wieder nicht gestoßen. Ist ja auch gut so. So. Gut. Gut. Jetzt aber schnell. Das muss noch ein bisschen besser getan. Ah, ich habe den Kopf wieder gestoßen. Was tue ich denn? Why you not work? Oh, das war knapp. Nochmal. Die Stelle ist echt kritisch. Ach ja, was ich ganz vergessen habe bei dem Update, es gibt auch noch einen neuen Modus. Aber da verrate ich jetzt auch nicht, was das für eine ist. Wenn ihr das wissen wollt, dann schaut ihr selber nach. Jetzt hat's gepasst. Nein! Was? Okay. Kein Wandsprung, sondern nur mit Z rüber. Uff. Aber der neue Modus wird auch ganz cool. Da werden wir auch ein bisschen mit rumwurschteln. Ich hoffe zumindest, der funktioniert so, wie ich mir den vorstelle. Das war nicht gut. Ja. Das heißt, ich nehme nach dem Part wahrscheinlich noch einen auf. Das ist dann der Part am Donnerstag selbst. Und nach dem Donnerstag müsste es dann sozusagen am Freitag, so ich es schaffe, was aufzunehmen natürlich. Nur da ich bin gerade zeitlich, wisst ihr ja, nicht so free. Ja, so funktioniert das. Jetzt die Indikatoren richtig verstehen. Oh nein, ich habe geschludert. Was habe ich getan? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich wollte sagen, Freitag ist dann sozusagen der erste Part mit dem neuen Update. Also der wird jetzt nicht direkt Donnerstag kommen, weil der Part Donnerstag kommt ja praktisch schon Donnerstag früh. Das heißt, der ist ja vorher aufgenommen. Entsprechend. Oh nein. Entsprechend
Wird dann Freitag der erste Part mit dem neuen Update kommen. Frühestens. Sagen wir es so. Frühestens. Frühestens ist ein gutes Wort. Trifft die Situation genau. Nice. Okay, also ich habe so relativ gut raus, wie ich das timen muss. Jetzt muss ich nur da unten gucken, dass ich den Sprung richtig setze. Das war gerade merkwürdig. Ah, passt doch. Okay, warum hat das vorher nicht funktioniert? Man weiß es nicht. Nein! Da ist das Ziel. Okay, kriegen wir hin. Ich muss ein bisschen weiter runter. Das war mein Fehler. Ich sehe es gerade. Die Münzen da sind unten. Die Indikatormünzen für den Walljump sind weiter unten. Okay. Okay. So, wenn ich jetzt hier runterrutschen müsste, ist Timing passen. Yes. Es ist, wenn man es verstanden hat, wie es sich gedacht hat, der Ersteller, dann funktioniert es wirklich ausgesprochen gut, was er gebaut hat. Das muss man schon zugeben. So, und jetzt rutsche ich ein bisschen weiter runter. Und dann passt die Geschichte. Schaffen wir noch eins? 26 Minuten. Wir können noch reingucken. Vielleicht ist es wieder ein bisschen einfacher, aber das war jetzt schon ein bisschen schwieriger. Das war jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ja, throw pause. Okay, wir werden weiter pause throwen. Uff. 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 Kritisch. Sehr kritisch. Aber gut. Erstmal verstehen, was hier Sache ist. Ah ja. Hilfe. Oh. Okay. Das läuft viel zu gut. Aber wir werden das letzte wieder nicht schaffen. Ja, da hinten kommt hundertprozentig das Ziel. Ich habe aber am Anfang ein bisschen gestruggelt. Also den kriegen wir hin. Der ist nicht so schwierig. Hier habe ich zu lange gebraucht. Habe ich auch wieder ein bisschen verfehlt, mein Ziel. Nee, da starten wir neu. Ich verfehle immer die Röhre. Wie dumm ist das denn? Hier auch. Alles, was danach kommt, ist super einfach. So, jetzt haben wir aber hier bessere Zeit als vorhin auf jeden Fall. Deutlich bessere Zeit. Komm schon, komm schon. Yes. So. Ja, guck mal halt noch kurz rein. Guck mal noch kurz rein. 29 Minuten. Es wäre schon schön, die jetzt noch abzuschließen, aber jetzt werde ich bestimmt. Ich werde irgendein Level wird kommen, wo ich dann komplett. Ah, wisst ihr schon. Wo ich dann plötzlich komplett versage. Ah, ich muss schneller als der Swamp sein. Okay.
Das ist auch eine sehr coole Idee. Oh, das hat Zeit gekostet. Oh nein, nicht schon wieder mit den Röhren. Okay, die geht hier rein. Die geht hier hoch. Darüber. Oh nein, ich habe gestruggelt. Das hat mich Zeit gekostet. Komm schon! Alles klar. So, was sagen wir hierzu? 1,38%. Carry the power to the very... Oh, jetzt ist es wahrscheinlich eine komplette Power-Escort-Mission. Das wird kritisch. Das wird kritisch. Aber noch haben wir den Power nicht. Okay. Ja, da hätte ich mit schon... Eieiei, okay, alles klar. Wir probieren es mal noch bis vielleicht so 35 Minuten und dann kann man ja immer noch sagen, wir machen es beim nächsten Mal, wenn es zu lange dauern sollte. Nein, ich fahre. Ich mach Quatsch. Nein. Oh, da oben gehört die rein. Ajoi. Gott, das wird interessant. Uff. Okay, das hat gereicht. Und wo kommt der jetzt raus? Ach, hier. Dann er da, ich da. Irgendwie wäre es schon schön, es jetzt noch zu schaffen. Na, dann hätten wir den ganzen... Ich denke nicht nach. Dann hätten wir den ganzen... Nein! Speedrun-Abschnitt in einem Part, bis auf das erste Level. Das haben wir im letzten Part schon gemacht. Nein! Wieso macht er keinen Hochsprung? Das reicht nicht. Doch, das reicht. Er wirkt immer so kritisch, dieser Hochsprung, ne? So. Ach, ich hasse alles. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Yo. Dann muss ich noch schneller sein. Dann kommt er hier raus, dann schmeiße ich ihn da rein. Dann gehe ich hier rüber. Gehe da durch. Dann kommt er hier raus, dann schmeiße ich ihn da rein. Und dann keine Ahnung. Dann passieren weitere Dinge. Puh, okay. Ah, dieser Anfang ist doof. Dieser Anfang ist doof. Nein, das hat schon wieder Zeit gekostet. Oh, diese
Hau-durch-Röhren-Dinger sind nicht so meins. Da bin ich zu doof für. Aber es ist ein würdiges Final-Level. Das... Oh, das muss man zugeben. Das war, glaube ich, gut. Also zeitlich. Oh, da war ich jetzt... Ah, ich war zu schnell. Das ist nicht gut. What? Wie muss ich das denn timen? Ah, ist das blöd. Ich weiß, wo ich den werfen muss. Da ist ein Indikator am Boden. Das sind Blöcke am Boden. Die zeigen, wann ich den werfen muss. Gecheckt. Gecheckt. Glaube ich zumindest. Wir werden sehen, ob es so stimmt. Ja. Und dann kann ich den nämlich perfekt... Ah, dann fange ich den nämlich auch perfekt ein. Uff. Jetzt habe ich hier ein bisschen Zeit gelassen. Aber wir sehen einen neuen Abschnitt. Okay, da drüben muss das Ziel sein, aber ich war zu langsam. Oi, oi, oi. Das kann nicht mehr weit sein danach. Wo kann ich jetzt noch Zeit sparen, ist die Frage. Wo habe ich gestruggelt? Habe ich irgendwo lang gestruggelt? Eigentlich doch nicht, oder? Ich meine, ich muss eh warten, bis der da durchzieht. Hier habe ich Quatsch gemacht, ne? Da habe ich ein bisschen gebraucht. Ja, da bin ich nicht sofort hochgekommen, glaube ich. Der war schon da. Okay, diesmal war ich schneller. Und hier war ich. Habe ich auch Quatsch jetzt, aber auch wieder. Da ich jetzt... Ah, nein! Da muss ich ein bisschen schneller den werfen. Aber ich habe Angst, dass ich den dagegen werfe und nicht rein. Das wäre blöd. Gut. Ja, das dauert noch ein bisschen zu lange hier, was ich hier tue. Oh, das war gut. Okay, jetzt go. Go. Nein, da ist das Ziel. Knapp, ne? Oh, ist das knapp. Uff. Uff. Ach, Blödsinn. Das war jetzt mal gut. Das war jetzt mal gut. Nein! Too soon. Ich glaube, da kann ich irgendwie schneller sein, aber ich weiß noch nicht genau wie. Aber ich habe so das Gefühl,
Da kann ich noch was rausholen. Okay, go. Oh, ich hab, wenn ich jetzt unten hängen geblieben wäre. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, 40 Minuten. Geht in Ordnung. Nehmen wir es so hin. Wie man hier noch schneller... Wie schaffen das Leute? Wie schaffen das Leute, da noch Speed rauszuholen? Das ist unglaublich. So, damit haben wir Stressed Out in einem Part durchgemacht. Cool. Weiß ich gar nicht, was ich jetzt aufnehme als nächstes. Machen wir zum Abschluss vor Update 2 einfach noch eine Endlos-Herausforderung beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.